Also die Grundidee von Kopfschlechtkapital war ja, heute sind Konzepte wichtiger als Kapital. Wissensgesellschaft statt alter Kapitalismus. Ich weiß gar nicht, ob man das Ding noch Kapitalismus nennen sollte. Wir sind in der Wissensgesellschaft, das ist klar. Und dass die Innovationen kommen durch Neugenerierung von Wissen, aus Forschung, aus Einfällen, aus allem Möglichen. Und das Zweite waren Komponenten. Nicht alles selber machen, ich nannte das Abschied vom Alleskönner. Nicht alles selber machen, sondern sich auf seine Stärken konzentrieren und sich professionelle Komponenten holen. Das ist, glaube ich, nach wie vor wichtig. Ist vielleicht sogar bedeutender geworden, als es vor 2008 ist das Buch erschienen in der ersten Auflage. Was mich später dann beschäftigt hat, ist, wie kann man viel mehr Menschen zum Entrepreneurship bringen? Also leider Gottes ist ja in unserer Gesellschaft, Kontinentaleuropa, Großbritannien, USA schon deutlich anders, auch Asien deutlich anders, ist so, dass Unternehmer, Unternehmerin zu sein, was Außergewöhnliches. Also weit außerhalb der Norm, weit außerhalb des Standard. Und das ist schade. Und da ich finde, wie kann man Menschen Brücken bauen, damit sie sehen, doch, das ist spannend, ich kann das auch, jeder kann das. Jeder ist Künstler, ich würde sagen mit Beuys, jeder ist Entrepreneur. Beuys geht ja da, wenn ich diese auf Aristoteles zurück, der Aristoteles sagte, jeder ist Philosoph. Nicht aller Kant oder Aristoteles, aber jeder macht sich Gedanken über sein Leben, hoffentlich. Und überlegt, wie er sein Leben, wie er ein geglücktes Leben schafft. Das ist ja die Hauptaufgabe im Leben. Geglücktes Leben. Und zu einem geglückten Leben gehört eben auch eine geglückte Ökonomie. Und ich sage, und das werden Sie ja als Zuschauer auch so sehen, das schafft man selten als Angestellter. Ich stelle nicht in Frage, dass es das auch geben kann, aber selten. Ich habe als Angestellter einfach nicht das gleiche Interesse wie der Firmengründer oder wie der Firmenchef. Das sind ja auch alles Angestellte. Und dieser Druck, da aus so einem Konzern möglichst viel Profit herauszuholen, verträgt sich natürlich nicht mit den Interessen und den Stärken und Hobbys und Träumen der Angestellten. Also es gibt ja Berge von Literatur wie über Motivation von Mitarbeitern. Und ich deute diese Anzahl, diese Berge, diese Fülle nicht als ein Zeichen dafür, dass man Lösungen gefunden hat, sondern als Zeichen dafür, dass dieses Problem nicht oder nur schwer lösbar ist. Man bringt das Interesse des Angestellten nicht zusammen mit dem Interesse des großen Unternehmens. In einem kleinen vielleicht ein bisschen besser, aber in einem großen Unternehmen ist das wahnsinnig schwer. Deswegen sind da auch 40%, 50%, 70% in Desinteresse bis hin zur inneren Kündigung. Das ist ja auch ein Riesenvorteil der Kleinen, dass sie eben nicht diesen Koloss unmotivierter Mitarbeiter mit sich schleppen müssen. Die sind natürlich weniger leistungsfähig, weniger leistungswillig. Sie bringen auch weniger Leistung als jemand, der hoch engagiert ist. Das heißt, immer 10-20% sind engagiert und die bringen die Leistung im Unternehmen. Und die 80% müssen sie mittragen, mitfinanzieren. Das ist natürlich beim Entrepreneurship besser. Da habe ich schon die Chance, engagierte Leute zu finden, die das mittragen. Und eine Atmosphäre in einem kleinen Unternehmen ist naturgemäß besser als mit diesen Verwaltungshierarchien und wo Initiativen einfach nicht bis nach oben kommen oder nicht gewürdigt werden. Also das ist ein großer Vorteil der Kleinen.